Bismarck, hier umgeben von Abgeordneten, will ein neues, würdiges Parlamentsgebäude. Er gewinnt die Ausschreibung. Der bis dahin unbekannte Architekt Paul Wallot. Sein Entwurf mit der gewaltigen Kuppel wird von vielen abgelehnt. Zu wuchtig, zu herrschaftlich, heißt es. Die Ecktürme stellen die vier Königreiche dar: Preußen, Sachsen, Württemberg und Bayern. Ja, wunderbar. Jetzt wird auch noch der Kaiser ein Wort mitreden. Ja, seine Majestät wünschen, dass ich die Kuppel über die Eingangshalle und nicht über den Plenarsaal setze.